Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast, das dritte Mal aus der Kultkneipe auf der Reeperbahn, aus der Ritze. Und heute Gottfaser von allem. Also wenn ich hier... Von wem sprichst du? Wer Amerikaner hätte schon mehrere Oscars bekommen in diesem Land, geben wir einfach nichts ab. Meinst du, ne? Ja. Ja, gut. Hier ist für euch Hugo Egon Baldau. Ja, Mahlzeit, freue mich sehr. Gib ihm. Hugo, der natürlich auch genial daneben und jetzt wird's witzig moderiert hat. Wir haben immer so ein Ritual. Ich bin kaum in meinem... Gefuge. Refugium. Wo bist du? In meinem Refugium. Pass auf, nochmal. Im ganzen Satz. Im ganzen Satz. Ach so, warte. Bin kaum in meinem Hotelzimmer. So. Und dann kommt er schon rein. Markus, ich hab wieder einen. Ja, ich hab wieder einen. Ja. Ja, hast aber du wieder einen jetzt? Ja, aber ich muss mir die aufheben für die Sendung, sonst ist ja albern. Nicht? Ja, aber die kennst du ja alle schon, die ich habe. Das ist, ja. Echt? Ja, ja. Du kennst doch viel mehr Witze als ich. Ich hab ja mehr von dir als du von mir. Das ist gut. Ja, ja, muss auch so sein. Wir hätten uns vor Samstag nach kennenlernen müssen. Das ist richtig. Da war ich aber noch, da warst du noch in Kinderschuhen und ich war schon halb tot. Ich habe da aber schon Torte gegessen. Das ist richtig. Aber ja, du bist immer noch busy wie am ersten Tag. Was bin ich? Geschäftstüchtig. Ach so, tüchtig. Du sprichst. Ist neu, du sprichst ich Französisch. Ich weiß auch nicht. Busy war für mich immer Wassereis. Ist wahr. Ja, ja, nee, ich mache immer noch ein bisschen. Also ein bisschen. Bisschen noch. Bisschen, nicht so. In meinem Alter, ich werde jetzt 95. Ja. Ist, Jahrgang. Wir ja, haben schön. Glück, gestern war wohl. Aber du trinkst, du säufst immer noch, ne? Ja, das ist Fun. Ah. Ja. Oder ach, Fun ist das. Man kann auch Nuff dazu sagen. Wenn ich in Jever war, ja, sagte mir der Jeveraner. Was sagte er denn? Das heißt Jever. Ach, das heißt Jever? Ja. Kannst du mal sehen. Ne, ist richtig? Dankeschön. Wir sagen also, selbst in der Werbung, und das ist ein Fauxpas, wird Jever gesagt. Heißt das wirklich Jever, ja? Jever. Ja, ja, klar, man sagt ja auch Vogel und nicht Vogel, ne? Ja. Das ist ja albern. Also, ich habe noch keine gewögelt. Oder? Bitte? Ich habe noch keine gewögelt. Ich auch nicht. Was machen wir eigentlich für einen Schwachsinn? Ja. Wer war das Datum? Ja, und sonst so? Ja, ich mache hier jetzt in der Ritze neuerdings. Ist wahr, ja? Ja, ja, das macht ganz viel Spaß. Und wir sehen uns viermal in den nächsten zwei Wochen, glaube ich. Ja, genau, viermal sehen wir uns. Ja, ja. Wer ja kommt noch? Oder nur wir beide? Nur wir beide. Keine Ahnung, wer jetzt, da kommt. Jetzt wird's fast witzig. Ja, es wird, da kommen noch ein paar Leute, aber ich weiß aber nicht wer. Ich bin so vergesslich in dem Alter, was ich ja, kriege. Das ist mit 95. Ich weiß, dass du kommst und das reicht mir auch schon. Dann. Ja, dass ja, du dich an mich erinnern kannst, ist ja gut. Natürlich, ja, ja, ja. Ich bin ja auch der Ralf, heute Geld bezahlt. Ralf Krebs, nicht? War auch richtig. Ja, ja, genau. Ja. Mütterlicherseits. Mütterlicherseits, natürlich. Ja. Geborene Flunder, ja, egal. Komm, dann erzähle ja ich dir direkt ein. Ja, also komm. Pass auf. Ja, hier. Frisch verliebtes Pärchen, eine Woche zusammen. Er bringt sie nach Hause, lehnt sich an die Wand und sagt, boah, ich finde dich so geil. Hättest du Lust, mich vielleicht nochmal oral zu befriedigen? Sagt sie, kann ich nicht machen, meine Eltern wohnen hier im Haus. Bist du bescheuert? Wir sind erst kurz zusammen, ich kriege einen riesen Krach. Ach komm, ich liebe dich doch. Nein, kann ich nicht bringen. Ne? Die diskutieren 10 Minuten, auf einmal geht Licht im Treppenhaus an. Die Schwester kommt runter mit Bademantel. Schönen Gruß vom Vater, du sollst Gas geben. Oder sie soll es machen. Er kann auch die Mutter runterschicken. Im Ernstfall würde er übernehmen, aber der Idiot soll mit dem Arm von der Gegensprechanlage gehen. Eieieiei. Ja, pass auf, ich weiß auch einen. Ja. Du kennst ihn wahrscheinlich schon, aber vielleicht kennen die anderen den nicht. Luigi, kennst du Luigi? Ja, das ist von Mario Brasas. Ja, Luigi sitzt weinend auf einer kleinen Anhöhe und guckt auf sein kleines italienisches Dorf am Meer und weint bitterlich und weint. Und da kommt Francesco und sagt, Luigi, warum weinst du? Und Luigi sagt, ach Francesco, weißt du, schau dir an unser Städtchen, schau dir an unsere Häuser, schau sie dir an. Hab ich gebaut mit meinen Händen. Sagt irgendeiner Luigi, der Häuserbauer? Nein. Guck dir die Straßen an. Guck sie dir an. Hab ich gebaut mit meinen Händen. Sagt irgendeiner Luigi, der Straßenbauer? Nein. Guck dir den Hafen an. Guck dir die Schiffe an. Hab ich gebaut mit meinen Händen. Sagt irgendeiner Luigi, der Schiffsbauer? Nein.
aber da fickst du einmal ein Schaf. Sehr gut. Ja, wir können die abbringen. Das war's. Kommst du gut nach Hause. Alles gut. Kann ja alter werden. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wollte erst nicht kommen, dann habe ich mir gedacht, ich mache einen Fehler. Ja, es ist ja auch, guck mal, wie viele sympathische Menschen ja, hier. Ja, finde ich auch. Ne? Ist auch schon kühl hier drin. Ja. Es gab schon schlimmere Situationen. Zwischendurch wurde tatsächlich mal irgendwie ein Ventilator aufgestellt. Riecht ein bisschen streng, aber sonst. Ja, das ist. Tut mir leid. Weißt du, ich habe so Durchfall, ich bin froh, dass ich Fahrradklammern anmache. Ja, kannst du mal sehen. Er kommt aus Erkelenz übrigens. Ist wahr? Ja, ja. Mein Gott, ja. Ist ja. Wir haben nur das Maskottchen für die Sendung. Das kann doch jedem passieren. Ja, im Endeffekt schon. So schlimm ist dann auch wieder nicht. Ja. Mein Gott. Komm, Erkelenz, erzähle ich dir einen Witz. Pass auf. Fragt der Sohn seinen Vater: Papa, kannst du mir was sagen oder mir was erklären wegen Sex mit meiner Freundin? Ja, sicher. Kannst du das lassen? Nee, ist klar. Wir müssen uns ein paar aufheben, du weißt Bescheid, ne? Ja, ja. Sag mal, was geht's denn sonst so beruflich? Erzähl mal. Wie läuft's? Man kann das gar nicht sagen. Nee. Etwa Pause ja. Und jetzt geht wieder. Ja. Ja. Das ist ja ausführlich erklärt, der Mann. Ja. Ich war jetzt zweimal in Kiel holen, also zwei Auftritte da gehabt und heute bin ich in Ritze in Hamburg. Wo warst du denn in Kiel? In der Stadthalle? Nee, 80.000. Stadthalle habe ich Metro-Kino genommen. Übrigens, ich wollte Ihnen noch was sagen. Über ihm ist gerade eine Kellerwohnung frei geworden, falls Sie noch. Da tropfst du ihn. So, na gut. Ja jetzt Hugo, hängt's. Erstmal eine große Ehre, dass du hier wirklich. Ich kenne dich ja aus dem Fernsehen, da warst du, glaube ich, erst 75. Ja. Stimmt. Es war noch vor dem Krieg. Ist das her? Vor dem Krieg war doch schwarz-weiß. Weißt du? Verschneit. Ja. Und jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier. Die Zeit vergeht. Das kannst du aber sagen, du. Ja. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du mich immer diese Vorzüge. Ich habe damals tatsächlich Fragen nach Genial daneben geschickt. Hast du gemacht? Ja. Und haben wir eine genommen? Nein. Das wird schon seinen Grund gehabt haben. Aber ihr habt hinter mich genommen. Das wird auch seinen da Grund gehabt. Da war ein Ausgleich. Haben. Natürlich. Ja. Aber es ging um die Jahrmark. Ich habe gefragt, was ist eine Jahrmark? Was ist es denn? Wir mussten eine Mark mehr bezahlen als MSV Duisburg-Fans, damit Kurt Jahrer, österreichischer Nationalspieler, beim MSV bleibt. Richtig. Und ist trotzdem mit der Kohle nach Schalke gewechselt. Natürlich, klar. Das, ist klar, ja. Das war meine Frage. Jeden Tag habe ich da rauf und ja, runter. Klasse. War auch eine tolle Frage. Ich jetzt kommen alle nach sich durch. Hammerfrage. Ne? Boah, ja, Mensch. Ja. Aber die meisten Zuschauer wissen ja gar nicht mehr, was eine Mark ist. Nee, die wissen nicht, wer MSV Duisburg ist. Okay. Einmal uns auf Kurt Jahrer. Bist du HSV-Fan? Ich habe meine Kneipe am Millerntorplatz. Also. Ja. Weißt du Bescheid? Du bist ne? ja eigentlich bei der Konkurrenz, ne? Ja gut, aber das Essen ist wohl. Aber hier Konkurrenz ist keine Konkurrenz. Nein. Ah, Quatsch. Guck mal, wir waren Ritze heute wieder bei euch essen. Ehrlich? Ja. Ach, deswegen siehst du so schlecht aus. Ja, da ging mir zeitweise, aber glaub geht ich. Wieder. Ich Durchfall war, wieder weg. Also, ich bin dann zum Dönerladen, dann ging es wieder. Habe ich aber nur Joghurtdose. Ein Liter. Ja, klasse. Das ist wie in Duisburg. Ich kriege eine Pommes. Da kriegst du ja wirklich nur so eine Pommes. Ja, klar. Ja. Und was dabei? Ja, andere Pommes. Aber tatsächlich bin ich froh, dass es wieder losgeht. Wir wollten im Sommer einiges unternehmen, haben das jetzt für den nächsten Sommer geplant. Ja. Zum Beispiel was denn? Skifahren? Ja, oder gerade. Oder so. Es ist grauenhaft. Ich möchte mit dem Mann einmal ein ernstes Wort wechseln. Das ist unmöglich. Es geht nicht. Wenn ich nur rausfinden würde, wie man 30 in römischen Ziffern schreibt, ich würde drei Kreuze machen. Ah ja. Ist alles furchtbar.
Herrlich. Aber ja, tatsächlich, du hast damals auch die Literaturwerke von Fips Asmussen deinen Leuten gegeben, dass sie lernt ihn auswendig. Ich habe Fips Asmussen mal erlebt beim NDR zusammen mit Günter Willumeit. Ja. Das war unfassbar. Der hat, also da ist mir ein Witz ist mir noch in Erinnerung geblieben, den weiß ich noch. Kommt ein Typ im Hotel an die Bar und da sitzt eine einzelne Dame und schlürft einen Cocktail. Und er setzt sich dahin und guckt die so an und guckt die an und geht irgendwann hin und sagt, Entschuldigung, ich will Sie nicht stören, aber schauen Sie mal. Sagt er, was denn? Ja, hier, gucken Sie mal. Sagt sie, ja, das ist eine Uhr. Ja, sagt er, gucken Sie mal genau. Sagt sie, wollen Sie mich hier anmachen? Was? Nein, schauen Sie mal genau hin. Ja, wahrscheinlich eine teure Uhr. Nein. Ja, was denn? Die kann hell sehen. Was kann die? Die Uhr kann hell sehen. Ach, machen Sie mich doch nicht fertig. Natürlich kann die hell sehen. Ich beweise es Ihnen. Ja, beweisen Sie mir mal. Der guckt sie an, guckt die Uhr an, guckt sie an, guckt die Uhr an und sagt, Sie haben kein Höschen an. Sagt die, sagen, wollen Sie mich verarschen? Natürlich habe ich ein Höschen an. Sagt der, Scheiße, geht das Ding schon wieder vor. Der ist von Willumeit. Zu Recht. Ja. Beide nie kennengelernt. Aber. Sehr lustige Leute. Ja, sehr lustige Leute. Und der andere war, glaube ich, von Fips Asmussen, wo der Typ im Café auch eine Frau anquatscht und sagt: Entschuldigen Sie, ich möchte Sie nicht stören, ich habe nur eine Frage. Sagt sie: Ja, würden Sie für 500 Euro mit mir schlafen? Sagt sie: Sind Sie bescheuert? Sagt er: Bitte, ich brauche das Geld zu dringen. Da kommt der Chef zum Angestellten und sagt, wie können Sie auf der ganzen Arbeit erzählen, dass ich mal eine Frau war? Sie haben doch gesagt, ich warne Sie. Ich habe gesagt, ich warne Sie. Sagen Sie mal, Fräulein Schröder, sagt der Direktor, sind Sie eigentlich mit der Stellung hier zufrieden? Ja, sagt sie, aber der Laptop drückt ein bisschen im Rücken. Jetzt wird's ganz furchtbar. Sagen Sie mal, Frau Schröder, ist der Briefträger schon gekommen? Nee, Herr Direktor, aber der atmet schon ganz schwer. Da laufen zwei Kannibalen, Vater und Sohn, ja, laufen durch den Urwald. Beide Hunger, seit einer Woche nichts gegessen. Auf einmal kommt eine Blondine. Du nur bald gerannt, später nackt, wie immer. Ja. Sagt der Sohn, Papa, komm, die essen wir. Sagt der Vater, nee, die nehmen wir mit nach Hause und essen Mama. Oh, ist er aus. Oh Gott, das ist... Ich kann nicht schlafen heute Nacht. Und so ist das Backstage tatsächlich die ganze Zeit, wenn wir bei Sendungen sind. Und deswegen bin ich A, gerne da, B, ist Köln nicht weit. Das ist richtig. Ja. Geht schnell. Ja, ihr braucht nicht so viele Kilometer. <geht's auch. lacht> Aber ich liebe das, wenn jemand ungefähr den gleichen Humor, dieselbe Richtung hat. Und einen Witz kannst du ja, jeder kann seinen Witz auf seine Art und Weise erzählen. Du weißt ganz genau, oh, den kennst du, den habe ich anders im Kopf oder den würde ich anders erzählen. Aber genauso bauen die Witze sich dann auch auf. Es gibt kleine Witze, wo du sagst, Mama, ich blute da unten, der tut den Pflaster am Fuß. Ja. Da kannst du. Da machst du nichts. Da machst du nichts mehr dran. Ja. Nee? Aber es gibt auch unversaute Witze, die schön sind. Da ist ja eine Frau beim Frauenarzt. Ja. Oh Gott. Ach und du Scheiße. Da sagt der Frauenarzt zu ihr, ich habe eine schöne Mitteilung für Sie und Ihren Freund. Ich habe keinen Freund. Gut, also für Sie und Ihren Verlobten. Ich habe keinen Verlobten. Also für Sie und Ihren Mann. Ich hab noch mit niemandem was gehabt, noch nie. Okay. Er geht zum Fenster, guckt raus. Sagt die Frau, wo gucken Sie hin? Nach Osten. Wo das letzte Mal passiert ist, ist da ein Stern aufgegangen. Natürlich, ja. Sitzt ein Ehepaar bei der Eheberatung. Ja. Kennst du den? Ja, kennst du bestimmt. Eheberatung. Ehepaar sitzt bei der Eheberatung. Fragt der Eheberater den Mann, fühlen Sie sich eigentlich von Ihrer Frau bevormund? Sagt sie, nein, tut er nicht! Ja.
ja. wie mit dem Anruf, ne? Natürlich. Können Sie an einer Telefonumfrage, wie sehr haben Sie die Hosen an in Ihrer Beziehung, können Sie daran teilnehmen? Kleinen Moment, ich frage meine Frau. Hör mal, kann ich... Aber Mann und Frau hat halt viele. Hat vielleicht Mario Barth als erstes tatsächlich in das richtige Wespennest gestochen. Aber da ist immer viel zu holen oder genau da muss man zuhören. Ja, das ist das Einzige, was sich nicht ändert. Ja. Das wird immer so bleiben. Ja. Immer. Immer. Da machst du nichts. Das ist immer so. Ich finde das auch gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Ja, sonst wären wir ja arbeitslos. Ja. Nee. Ja, und die auch. Die auch. Ja. Naja, man zahlt nicht. Ja. Sag mal, was machst du beruflich eigentlich? Ja, ich habe mich jetzt... Ich wollte einen Lottoladen aufmachen. Westlotto hat mich angeschrieben. Ob ist ein Lottoladen in Münster, der steht frei. Und? Weiß ich noch nicht. Ich hab ausgefüllt. Ja. Meine Bewerbung, 6 Zahlen. Ja. Nee, aber habe ich tatsächlich gekriegt. Westlotto schreibt mich an. Westlotto, das ist doch schön. Ja. Will einer in Münster Lotto? Ich habe da einen. Wir müssen nur meine Produkte verkaufen. Steht da drin, wir müssen Westlotto, also wenn wir beide machen Westlotto. Ja, mach doch, ist doch gut. Ja, aber ich bin doch auch anders. Ich finde das schön, bist du von der Straße. Ja. Aber ich mach doch was. Ja, nur was? Ja. Also im Moment läuft es seit 2 Jahren. Läuft jetzt wieder, ja? Na Gott sei Dank. Ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Da habe ich gedacht, Mensch, man hört nichts mehr von dem Krebs. Ja, ich... Junge. Ich war auch fertig. Es gab ja, eine Mutter hatte ja zwei Söhne. Ja. Der eine ging zur Bundeswehr, der andere zu Sat.1. Von beiden hat man nie wieder etwas gehört. Von dir hören wir noch mal. Ja. Ja, ja. Die haben bei Sat.1 übrigens einen neuen Programmdirektor. Ja. Ja. Kennst du den schon? Nee. Kennst du nicht? Nein. Ist ein Inder. Ja. Weißt du, wie der heißt? David? Man hat mal gekündigt. Du hieß mein Koch damals. Ich hatte einen finnischen Koch. Lass mal umrühren. Natürlich. Da gibt es auch viele. Ja. Die erzählen wir jetzt aber nicht. Die finnische Frau, wie, die hatte keinen. Nein, aber es gibt die berühmten beiden finnischen Skifahrer. Kennst du die? Ja. Fiki Hyönen. Und Hundeanleihen. Ja, aber... Du hast ja auch mal, wir hatten ja eben Tanja auch hier, du hast ja auch mal Theater gespielt. Spielst du immer noch. Spielst du immer noch, ja. Ja. Braucht ihr da nicht mal irgendwie eine so Flöte? Nein. Ich kann auswendig lernen. Ich meine, ich bringe ja hier von der Statur Nein. alles mit. Nein. Ihr könnt ja mal über Hagenbeck drüber machen. Wir haben sich immer vor, dass das Stück durchläuft. Ja, weißt du? Also ihr wollt erfolgreich ohne sein. Probleme, ja, genau. Markus, jetzt! Ja, wie geht's eigentlich unter so Flöße? Schon lange nichts mehr von ihr gehört. Ja, gibt es schöne Theaterwitze auch. Ja. Ich würde gerne Theater, aber ich würde nur mein eigenes Stück spielen. Das geht nicht. Ach so. Ja. In welchem Theater seid ihr? Auch hier im Schmidt oder wo? Nee, wenn wir Hamburg spielen, spielen wir Winter- oder Fairhaus. Ja. Sind wir dann immer. Und ansonsten, wir waren auf Tour jetzt, ich glaube, jahrzehntelang. Hast du hier Wolfgang und Mary mal angeguckt mit Erdbeeren, Koks und frische Nuten? Oder? Nee, habe ich nicht. Wie denn? Geht ja gar nicht, war ja gar nicht da. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Ah. Ich war von den letzten 2,5 Jahren, war ich glaube ich einen Monat in Hamburg, wenn es hochkommt. Bist du auch so ein Kneipier? Nein. Mein Gott. Wir mussten dann ab. Ich habe keine Zeit mehr gehabt. Steffi hatte was anderes. Ja. Und dann mussten wir was abgeben. Ach so. Ja, nee, wir waren nur unterwegs. Wir waren auf Tour, wir waren in Stuttgart 7 Wochen und auf Tournee. Und ja. So. Aber du hast so ein fähiges Personal. Ja, ich spiele zusammen mit Herrn Busse, der ist 82, also ich bin nicht der Älteste. Ja. Das geht. Ich fühle mich sehr. Fühl mich sehr Busse, Herr und ja, Frau genau, Busse, ja, Herr und Frau Busse. Ja. Nee, macht Spaß, lustig mit ihm. Ja. Ich weiß nicht, in welcher Sendung ich neben Herrn Busse mal saß, aber er fühlte sich nicht abgeholt. Von der Sendung. Vom intellektuellen Drama. Das könnte sein. Wir saßen mal zusammen nach einer Premiere mit Karl Dall, Gott hab ihn selig. Ja. Und Karl saß neben Jochen Busse. Und die beiden kannten sich sehr lange, aber waren jetzt nicht so die dicksten Freunde. Ja. So. Und Jochen Busse aß ein ziemlich fettiges Essen. Und Karl rückte ganz nah an ihn ran und sagte, man kann Fett auch spritzen.
Nee, klasse. War großartig. Auch leider nie kennengelernt. Ja. Ja, und eine Kollegin von mir, die auch nicht jetzt so alt ist, aber ja auch nicht mehr die Jüngste, aber auch nicht so alt, hat Karl gefragt, ob man du sagen kann. Und da hat Karl zu ihr gesagt, du darfst alles, du bist die Älteste hier. Großartiger Mann gewesen, Karl. Großartiger Mann. Ja. Ich hatte ein Hörbuch von dir, ich finde nur nicht mehr. Sonst hätte ich mir das unterschreiben lassen. War es schon die Autobiografie, die du dir vorgestellt hast? Ja, die ist ja schon alt. Ja, ist ja da war ich ja noch jung. Da ist eine alte Biografie, da war ich ja noch jung. Ja, die ist ja. Aber man erlebt ja in dem Job so viel. Ja? Hast du, ja, also... Ich finde es stinklangweilig. Ich kriege bestimmt manchmal zwei Anrufe am Tag. Ist wahr? Ja. Schön. Ja, mich hat gestern Hollywood... Das ist meistens so Werbung für NKL. Ja, und Lottoläden und sowas. Ja, das ist Westlotto. Ach so, Westlotto. Ja. Konkurrent. Ja, mich hat gestern Hollywood angerufen, ich soll mein Autogramm gerade wieder abholen. Ja, die brauchen den Platz für einen neuen Druck. Genau. Ja. Pass auf. Ja. Zwei Frauen beim Pferderennen. Ja. Sagt die eine, mir ist langweilig. Sagt die andere, mir auch. Ich vertraue meinem Mann nicht, ich meinem auch nicht, wer weiß, von wem die Kinder sind. Ist nur der Anfang. Nur der Anfang. Sagt die eine, komm, wir tippen auf ein Pferd. Wie oft bist du fremdgegangen? Ja, so 4-mal. Und du so, ja, 5-mal. Dann tippen auf Pferd Nummer 9. Und 9 gewinnt. Und ich komme mit der Kugel nach Hause, die Männer sitzen da so, haha, wir haben System. Ist noch nichts passiert. Ist noch nichts passiert. Ist wie bei, wenn 99 Luftballons aufhören, alles. Und ach, guck mal, die singt weiter. Und dann sagen die Männer: Ist doch scheißegal, wir haben selber ein System. Komm, wir gehen zum Pferderennen. Die gehen zum Pferderennen. Scheiße, die Weiber haben System. Was machen wir denn jetzt? Wie oft kannst du nachts? Ja, so 5-mal. Und du so? Ja, so 6-mal. Dann tippen wir auf Pferd Nummer 11. Gewonnen hat die 2. Natürlich. Na klar. Ja. Übertreibst du auch immer? Am Strand. Am Strand, ja. Ich lasse den Bauch locker hängen und wenn er was entgegenkommt, dann ziehe ich auch mal an. Ja, so, ja. Ja. Und wenn die wieder weg ist. So, das wieder, ja. Ja. Ich gehe nicht an den Strand. Ich meine, nee, ich habe keine Lust. Wo fährst du im Urlaub hin? Für dich ist dir das Urlaubsgebiet Nummer 1? Wo? Diese Frage. Wo liegt denn wo? Ach, du fragst mich. Du fragst mich jetzt, wo ich hin will. Ja. Das ist wurscht. Hauptsache warm. Wurscht? Sonne, ich brauche Sonne. Sonne. Also ja, ich bin auch so ein Finnland. Ja, ich brauche Sonne. Ohne. Naja, Ibiza war ich immer gerne. Warst du da, ja? Ja, da passt doch hin. Ja, das ist auch richtig so. Ja, klasse. Nee, naja, aber mit Finca. Mit Finca? Ja, ich suche mir jetzt auch eine Finca in Bern. Ja? Ich finde das schön, ist nicht ganz so weit. St. Gallen ist auch hübsch. St. Gallen hat auch viele Finken. Ja, ganz viele Finken. Also, ja. Sogar einen Krug dazu. Ach du Scheiße. Nee, aber nächstes Jahr mache ich ja die Hochzeitsreise nach Montreal. Wen machst du? Hochzeitsreise. Wieso, wer heiratet denn? Ich muss zwei Finnen halt. Nee, meine Frau und ich heiraten. Ist wahr? Ja. Du hast eine Frau. Die hast du gerade gesehen, glaube ich. Ach, das ist deine Frau? Ja, eine von denen. Ach, schade. Ich bin mir da selber manchmal nicht sicher, weil die alle bei mir wohnen. Ich kaufe halt immer auf Sicht. Ja. Ich habe viele Konserven. Lieber Gott. Okay, und da heiratest du? Ja, erstes Mal? Nein, wir wollten heiraten vor kurzem. Ja. Und das hat nicht so geklappt. Warum nicht? Eine Leiche war 15 Meter hinter dem Teil, wo wir dann heiraten wollten. Warum das denn? Aus dem Teich gezuppelt und uns sollte der Bürgermeister trauen. Wollt ihr im Teich heiraten? Nein, das war nicht das Teich und Teich gesellt sich zwar gern, aber es ging darum, dass der Oberbürgermeister nur eine Stunde Zeit hat. Aber so. Das Räumungskommando, also die Spurensicherung, ja, war noch nicht da. Da lag also einer überdeckt, ja, 15 Meter von dem Jawortplatz. Ich wäre einfach woanders hingegangen. Richtig, aber da war aufgebaut. Ach so, für die Hochzeit? Ja, das war ein Hotel. So, Tribünen?
Nee, einfach nur ein Hotel. Ach, nur ein Hotel. Auch ganz, nur 100 Leute. Schön, schön, schön. Ja, also im kleinen Kreis. Ja, jetzt machen wir das im Dezember, ja, und fliegen dann nächstes Jahr nach Kanada auf Hochzeitsreise, weil ich da Familie habe. Aber irgendwie musste das dann auch so passieren. Ja. Dass man dann so, weiß ich nicht. Und du meinst, da wird es anders in Kanada? Vielleicht bleiben wir da. In Kanada? Ich bin auch, habe ich eben schon erzählt, ich bin aufgetreten, 300 Meter weiter größte Festival, was es überhaupt gibt in der Comedy in Montreal. Aber du bist 300 Meter weiter aufgetreten? Ja, da war kein Schwein. Open Mic. Ach so. Und ich bin in Kanada aufgetreten, aber 300 Meter weiter. Und ich komme auf der Bühne und sage, hi, I'm Markus from Germany, I only got sex because my wife sleeps with an open mouth. Ich war angekommen, 5 Minuten später. Wunderbar. Und tschüss. Und da ist Seinfeld gerade aufgetreten. Da gibt es das Comedy Festival. Ja, Just for Loves. Ich weiß, wir haben das gemacht mit Samstag Nacht früher. Da waren wir oft da. Das ist sehr lustig. Da du heiratest, darüber gesprochen. Und du heiratest jetzt im nächsten Jahr dann? Nee, dieses Jahr noch. Dieses aber Kanada. Wir die Hochzeitsreise kommt. Ich würde im Winter hinfahren. Das ist noch Winter. Ja. Kannst du, wenn du im Winter nach Kanada, erstmal musst du gucken, ob du landest. Weil das so eisig ist, dass du durchaus im anderen Land bist. Meinst du, wenn die Bremse nicht funktioniert? Ja, irgendwie sowas. Aber da gibt's die Bremse sicher vorne oder hinten? Aber da gibt's doch Bären. Hast du Angst vor Bären? Nee, Gummibären habe ich ganz gerne. Oh. Zwei Gummibären, die dich mögen. Gummibros. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass das mein Lieblingsland ist. Aber ist Montreal ist vorne, da gibt es nicht so viele Bären. Ist das denn deine erste Ehe? Nee. Wie oft war es denn schon? Das wäre die zweite. Ich weiß, du auch da, nicht nur im Alter, auch da überholst du mich. Aber weit, da bin ich weit vor dir. Bist du über Schröder? Wie war das Schröder? 5. Nee, dann bin ich bei Schröder. Bei Schröder? Bei Schröder. Also du bist sehr beliebt. Kann man auch sagen. Ja. Bei uns sagt man nicht meine wegen, man sagt ja. Na natürlich, ja. Aber macht Spaß heiraten. Ich finde, das ist lustig. Nein, ich war mal auf der Suche, ja, und habe dann das gefunden. Ja. Und dann sage ich, was soll ich jetzt noch suchen? Genau, ist albern. Ne? Was da hast du, ne? Und sie ist auch nett. Ist nett, ja. Ja. Weißt du, die macht so auch mal so, hey. Ja, ja, ja. Die ist die Einzige, die am Programm mitschreibt, tatsächlich. Ist wahr. Du, ja, weißt ja, du weißt ja, warum. Ich habe mir ein weißes Blatt kopiert, weil ich einen Schmierzettel brauchte. Ist von ihr. Ist wahr. Ja. Du weißt ja, warum die Dame beim Schach überall hin darf, ne? Weil der Schachbrett so aussieht wie ein Küchenboden. Der ist gut. Oh, 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 oh. Hugo, komm, kannst du hier nicht machen. Also das hätte ich jetzt nicht, also... Das geht ja nicht, ja. Ja. Typ rennt an einem Fluss vorbei und fragt einen, haben Sie irgendwo meine Frau gesehen? Die hat so ein rotes Kleid an. Ja, ungefähr vor 10 Minuten. Ja, kann sie ja noch nicht weit weg sein. Ja, die Strömung ist ja heute nicht so stark. Die Laufschuhe, die Sie gerade gekauft haben, die werden die ersten 2 Wochen drücken. Das ist nicht schlimm, ich fange jetzt im Monat an. Natürlich. Gott, oh Gott, oh Gott. Und deswegen sind solche Sendungen wie Jetzt wird's witzig auch wichtig. Naja, ich meine, wir müssen wieder ein bisschen alberner werden. Ne? Ja. Wir sind nicht mehr so albern wie früher. Das ist traurig. Ich mag so die ganzen alten Zeiten mit Heinz Erd, diese ganzen Nummern, die völliger Quatsch waren, aber richtig, richtig ich herrlich. Ich habe gestern noch eine ganz alte Otto gesehen, wo, ja, ich glaube ich heute zwar einen Zucken kriegen würde im Gesicht, aber nicht mehr das so empfinden würde wie früher. Er ist immer noch genial. Ja, natürlich. Aber die ersten Dinger, wo der da in der Mitte, ja, sitzt und so... Und macht, pfeift oder spielt nur Gitarre, ja, macht Geräusche. Ja. Da habe ich gedacht, oh. Ja, war eine, ja, andere Zeit. Da war eine andere, damals war das ein Knaller. Aber es gab ja früher, ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich keiner mehr, in den 70er Jahren Schobert und Black hießen die, ja, beiden. Kennst, ja, du die noch? Ja. Ja, kennt heute keiner mehr. Die haben so Limericks zum Beispiel gemacht. Ja. Limericks, kennst du ja Limericks. Ja. Da gibt es wunderschöne Limericks. Zum Beispiel, es lagen zwei Greise auf Rügen des Nachts in den letzten Zügen. In den ersten Zügen konnte keiner liegen, die halten gar nicht auf Rügen. Sehr gut. Wie war der vom Fischer? Ein Laubsägenbastler aus Aue, der baut seiner Frau eine Jaue. Er segelt aufs Meer, die Brandung war schwer, bei Borkum versank dann die Olle. Ein Mann wettet auf den Azoren, sich ein Loch in den Körper zu bohren. Ganz ohne Schmerzen, vom Kopf bis zum Herzen. Er hat die Wette verloren. Ja, Limericks sind schön.
Ja, ich schreibe jetzt ein Gedichtbuch, Gedichtwitze. Und will auch Limericks, selbst erfundene Limericks damit reinbringen. Ich habe so 30, 40 Stück im Moment, muss ein bisschen aussortieren noch. Aber sowas läuft, wenn du irgendwo rumläufst, fällt dir das ein. Ja. Aber das gibt's heute fast nicht mehr. Also ich habe noch keinen gesehen heute, der sowas erzählt. Auch die ganzen alten Heinz-Erhardt-Dinger, die kannst du alle noch machen. Kennt ihr die alle noch? Ja, ne? Kennt ihr alle noch? Ja, gut, aber die meisten kennen ja nicht mehr. Ne? Mit den Zitronen kennst du, ne? Deswegen wurden die Zitronen sauer. Kennst du das kürzeste Gedicht von Heinz Erhardt? Auf, lasst uns zu den Tonnen eilen und dem Müll eine Abfuhr erteilen. Ja. Musst du erst mal drauf kommen. Ne? Ja. Ich habe gesehen, wie hart er daran gearbeitet hat. Ja. Und dann mussten die Kinder draußen ein bisschen ruhiger spielen. Ja, und, ist bei uns anders heute. Das ist tatsächlich so, das fällt mir immer mal ein und dann schreibe ich das auf. Richtig. Und manchmal denke ich, da habe ich aber einen aufgehabt. Ja. Aber manchmal wird was draus. Ja. Also wenn ich jetzt... selten, aber... Hier, dieses Typ sagt, kommt in eine Kneipe rein und sagt, ich brauche WLAN-Passwort. Sie müssen erst was bestellen. Ja, da machen Cappuccino. Alles klar, machen Cappuccino, WLAN-Passwort. Sie müssen erst was bestellen, ein Wort, alles groß. Ist das bescheuert? Ja, sehr gut. Und das liebe ich, ja. Das sind so Leute, die eben Tesafilm zurückspulen. Natürlich. Die wollten 95 noch flüchten. Ruft ein Typ beim Arzt an und sagt, Herr Doktor, wir haben ein Riesenproblem. Unser kleines Kind hat ein Kondom verschluckt. Was sollen wir machen? Sagt der Arzt, ja, kommen Sie schnell zu mir. Sagt er, ja gut, mache ich. Ah, nee, warten Sie mal. Nee, hat sich erledigt. Ich habe gerade gehört, wir haben noch eins. Oh, boah. Ein Pfleger kommt zum Psychiater. Sagt der Patient auf Zimmer 4, der macht mir Sorgen. Der macht mir wirklich Sorgen, weil der heult die ganze Zeit. Wie, der heult? Ja, der denkt, der ist ein Wolf. Was soll ich denn da jetzt machen? Egal, was passiert, lassen Sie nicht die Großmutter rein. Ah, oh, sehr schön, ja. Kommt einer zum Patienten, Zimmer mit einem weißen Kittel an, sagt, Tag, sind Sie der Herr Schröder? Ja, ich bin der Herr Schröder, Herr Doktor. Sagt er, ich bin nicht der Doktor, ich bin der Schreiner. Ja, sagt ein Patient im Krankenwagen zu dem Fahrer, wohin fahren Sie mich denn, welches Krankenhaus? Sagt er, wir fahren Sie ins Leichenschauhaus. Sagt er, wie? Ich bin doch noch nicht tot. Sagt er, wir sind noch nicht da. Grölende Menschen laufen über die Straße, plötzlich gehen Fenster auf. Ruhe da draußen, sonst rufe ich meinen Mann, der arbeitet bei der Polizei. Wen glauben Sie, wen Sie nach Hause bringen hier? Die Schuhe sind umgefallen, da macht doch nicht so ein Radau. Ja, ich stand ja noch drin. Aber das sind die Klassiker, die liebe ich so sehr. Ja, auch diese 70er, 60er Jahre Witze, wenn einer zu einer Band geht, spielen sie auch auf Wunsch? Ja, dann spielen wir eine Stunde Halma. Genau. Das ist so der... Ja. Oder die beiden Typen, die auf dem Ast sitzen und sägen Richtung Stamm am Ast. Und da kommt unten einer vorbei. Hey, da will ich so nicht machen, das ist gefährlich. Ja, verpiss dich. Die sägen weiter und fallen vom Baum. Nächsten Tag sitzen die wieder auf so einem Ast da oben und sägen wieder Richtung Stamm. Kommt der Typ, sagt der eine, pass auf, da ist der Hellseher. Das ist herrlich. Ja. Der Blanco, Roberto Blanco, kennst du, ne? Ja. Kennst du, ne? Roberto Blanco macht ja jeden, das weiß ja keiner, macht ja jeden Sommer Urlaub in Ostfriesland. Jeden Sommer. Ja. Jeden Sommer. Und geht da immer spazieren. Jeden Sommer. So. Jetzt war er auch da im Sommer, ist spazieren gegangen. Und da steigen so zwei Raben hoch. Sagt der eine aus Friesland zum anderen, jetzt bringt er schon seine eigenen Möwen mit. Oh. Oh. Ich glaube, wenn wir im richtigen Zustand an der Theke sitzen... Nein. Was wohl auch nicht. Nein, bitte nicht. Das wird furchtbar. Ich glaube, dann machen wir morgens wieder auf. Ja, früher war das so. Heute, ab einem gewissen Alter bist du dann schon ein bisschen ruhiger. Ne? Früher war das so. Ja. Früher bist du morgens um 6 aus der Kneipe gefallen oder um 8. Herrlich, konntest dich an nichts mehr erinnern. Die ganze Nacht im warmen Bett und morgens früh in der Kälte nach Hause. Genau.
alles furchtbar. So lieber Gott, lass deinen Teebeutel sein. Ja. Ich sag nichts mehr. Aber genau das liebe ich. Ja? Natürlich. Das sind so Dinger, die kannst du mal eben erzählen. Natürlich. Und ja. Die kommen auch überall. Wenn ich irgendwo in der Kneipe war, da haben sich die Leute dann dazugesessen. Ja. Ja. Ich war mit Steffi, war ich in der Schweiz gewesen, mit Marek, auch Marek Fies, und wir sollten Skifahren lernen. Ja. Und ich sag, nix, lernen. Dran, runter. Sonst mache ich das nicht. Nee, können wir nicht machen. Dann wollte mir hier so ein Rodel, dass ich nur mit einem Ski, ob ich die Spur halten kann. Ich sage, ich fange schon mal mit dem Après-Ski an. Marek hat ein bisschen mehr Enthusiasmus gezeigt, alles klar. So, die beiden kommen hoch, da sitze ich oben, schon locker einen auf, vor mir 100 Leute, die mir beim Witz erzählen zuhören. Alle vollgepackt, wollen eigentlich zum Skilift. Nö, hier ist witzig gerade. Ja, so muss das sein. Ja. Situation ausgenutzt und keiner hat gefilmt. Mein Gott, was will ich bei YouTube wieder Kohle machen? Ja. Bist du bei YouTube viel unterwegs? Wo? YouTube. YouTube. Also du, Tube. Also ich nicht, nee. Nee, aber ich hast einen. Wen habe ich? Der das macht. Ich habe einen, meine Frau macht alles. Also meine Frau macht alles. Ja. Also ich mache an sich gar nichts. Ja, du wartest auf ein Erdbeben. Ich warte auf ein Erdbeben. Nein, ich bin bei Facebook und bei Instagram und bei TikTok und ich habe keine Ahnung. TikTok? Ja. Da bin ich auch nicht. Bist du auch nicht, ne? Glaube ich nicht. Bin ich da? Doch. Ja, sicher bin ich bei TikTok. Natürlich bist du bei TikTok. Hör mal, du kennst dich ja gar nicht aus. Aber hör mal. Musst du heute haben, TikTok. TikTok, ja. Und Instagram. Insta, ja. Ist auch wichtig. Ich weiß gar nicht, ist das wichtig? Ich habe Nokia gestern erst abgegeben. Ich habe einen Atari 2600. Was weiß ich denn, was wichtig ist? Also ich hatte... Ich wollte nur Snake spielen. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin wirklich einer der Letzten, der dann ein iPhone hatte. Ja. Ich habe mich immer gewehrt dagegen. Ich habe immer gedacht, nein, ich habe hier meinen Knochen, weißt du, diese Nokia. Ja. Da kann ich telefonieren und kann auch simsen. Mehr brauche ich nicht. Und dann hat mein alter Freund, Herr Drexler, irgendwann zu mir gesagt, guck mal, sagt er, guck mal, ich hab dieses iPhone, pass auf, ich zeig dir was. Dann hat er reingesprochen, Hugo anrufen. Dann hat das iPhone zu ihm gesagt, ich habe dich nicht verstanden. Ja. Dann hat er gesagt, Hugo anrufen. Dann hat das iPhone gesagt, ich habe dich nicht verstanden. Ja. Das dauert eine Viertelstunde. Ja. Da habe ich gesagt, in der Zwischenzeit hätte ich dich mit meinem Nokia 500 Mal angerufen, ohne Probleme. Aber irgendwann kannst du nicht mehr. Irgendwann musst du halt dieses Ding haben, weil du guckst dann immer rauf. Bei mir ist der Kalender halt drin. Ach so. Aber ich frage trotzdem nach, ob das stimmt. Weil ich bin der Einzige noch mit Samsung. Ich habe ein S7, ich habe das S8 nicht für mich gesehen, weil es einen neuen Anschluss gab. Was ist denn S7? Ich dachte, das ist eine U-Bahn. S7 fährt nur bis... Ist zum Elbtunnel, danach S7, ich glaube, der S7 hat eine U-Bahn zu Hause. Wie lange hält der Zug? Ja, bei guter Pflege, so 45 Jahre. Genau. Ja. Genau. Nee, Hugo, hör mal, ich könnte, wenn ich wollte, über Wochen, und das weißt du. Ich weiß. Wir sehen uns ja auch bald wieder. Wir sehen uns bald wieder, ja. Ich weiß noch nicht, wann das ausgestrahlt wird, keine Ahnung, aber irgendwann läuft's. Man weiß nie, wann irgendwann ausgestrahlt wird. Aber man sieht uns auch schon das Alter an, wenn wir den Abschluss machen hier gerade. Das ist richtig. Du springst ja immer rüber, ne, über die Dinger. Ich berühre die gar nicht. Gar nicht mehr. Man nennt mich auch die Maifahrt der Comedy. Ja. Maifahrt-Lady. Die Maifahrt-Lady, ja. Markus Krebs ist ja leichtfüßig wie eine Gazelle. Ja, oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Ja. Natürlich. Ich habe einen Kollegen gehabt, wirklich, der hat so einen aufgehabt, der war im Duisburger Zoo und dann kam so der Pfleger da mit dem Futter und da steht da vor, machen wir mal 4 Bananen, Kopfsalat und ist das Porree? So voll war der gewesen. Dann wusste ich auch, ich sollte allein durch den Zoo gehen. Ja, natürlich. Ich hoffe, es hat euch heute Abend hier in der Ritze... Ja, hat mir sehr gefallen. Sehr gut gefallen. Und ich hoffe, wir dürfen wiederkommen und ich hoffe, du kommst dann auch nochmal wieder. Gerne, ich glaube, wir haben noch ganz viel im Köcher. Gerne. Wie gesagt, wir sehen uns bald. Ein Riesenapplaus für Hugo Ingo-Walder. Ciao, ciao. Dankeschön. Der Mann mit dem besten Wortspiel. Er heißt nämlich eigentlich, darf ich das sagen? Natürlich, du darfst alles sagen. Ja. Du darfst alles sagen.
Er heißt eigentlich Egon Hugo Balder. Genau, ja. Und dann hast du dir einen Künstlernamen geben lassen. Nee, das war damals die Plattenfirma Polydor. Die hat gesagt, wenn wir den Namen umdrehen, verkaufen wir mehr Platten. War das die... Die hatten auch recht. Ich hab ganz viel wer kam auf der ersten Scheibe? Bitte, wer kam? Du hast ein Lied gesungen. Olaf kommt? Erna kommt. Erna kommt, ja. War das Polaroid? Nee, das war später. Das war später. Nee. Aber die haben dann, die Plattenfirma hat gesagt, wenn wir den Namen umdrehen, dann verkaufen wir mehr. Ja, wie ist der Platten? Nee, die haben auch recht gehabt. Ich habe mehr verkauft. Meine Stereoanlage, mein Auto. Alles weg. Also, danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr hier wart. Ciao. Erkelenz. Bleibt gesund. Vielen, vielen Dank.